Hallo meine lieben Herzensmäuse, willkommen hier bei mir bei Michael. Und jetzt wird es so langsam spannend hier ein bisschen bei der Bachelorette. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ärgert mich, dass ich nicht gleich mit Temptation Island oder Ex on the Beach eingestiegen bin. Es ist für mich auch das erste Mal, dass ich Bachelorette gucke, aber ich bin immer wieder fasziniert davon, was es so gibt, und ich glaube, dass wir diesmal richtig tolle Momente dabei haben. Also, gebt dem Video gerne ein Like, teilt es, kommentiert es und seid jetzt dabei bei der Bachelorette und bei der Halbzeit. Wir sind jetzt bei der Halbzeit, es sind 10 Leute noch dabei. Ich wusste ja selber nicht, was auf mich zukommt, und das, was gerade auf mich zukommt, habe ich unterschätzt. Ja, dass Emanuel das unterschätzt hat, war mir schon klar. Also ich muss auch sagen, dass er gerade so im Verlauf, ich muss es jetzt ein bisschen droppen, dieser Sendung für mich auch echt immer unsympathischer wird. Leider. Er hat so viel Schweres, so viel Destruktives dabei. Und ja, was hat er denn unterschätzt? Ich meine, er wusste doch, auf welches Format er sich einlässt. Mal schauen, was Sharon für die Männer bereithält. Habt ihr dieses Grinsen gesehen auf dem iPad? Das hält Sharon für euch bereit. Ein verlegenes Grinsen. Ja, ein Beach Day hält sie bereit und hat dazu natürlich wieder ein paar Männer geladen. Und da schauen wir auch direkt rein. Der eine scheint mehr gerade und der andere wenig. Der andere ist glücklich, der andere ist lustig, der andere ist gechillt, der andere ist ein bisschen nachdenklicher. Wie soll ich denn da meine Zeit nutzen, wenn ich nur 5 Minuten habe oder so? Also ich weiß es ja nicht, aber wenn der eine chillt und der andere nachdenklich ist, dann hast du doch Zeit, Emanuel, weil dann sind die doch mit sich beschäftigt. Ich verstehe gar nicht immer, wo sein Problem ist. Sie bittet ihn immer wieder zu Dates dazu und wird nicht aktiv. Dabei ist es nun mal auch die Situation, dass die Männer hier Kampfgeist beweisen müssen. Und in diesem Falle, weiß ich auch nicht, versagt er auf ganzer Linie. Man hat natürlich auch Angst, verletzt zu werden, aber diese Angst habe ich auch. Ja, da sagt sie was ganz Wahres. Also, da muss ich wirklich sagen, da sagt die Bachelorette jetzt wirklich etwas Wahres. Denn jeder natürlich hat im Dating-Prozess Angst, verletzt zu werden. Ja, es geht dir so, es geht mir so. Also, die Angst schwingt immer mit. Aber das ist natürlich auch Teil dieses Risikos und dieses, ich nenne es jetzt einfach mal Experiment. Wie bist du so als Mann? Ja, ich glaube, ich bin da ein sehr harmonischer Mensch eigentlich. Irgendwie habe ich da jetzt in den letzten 2 Jahren auch nicht so die richtige Frau gefunden. Sie guckt auch etwas kritisch dabei. Ich weiß nicht, ob jetzt Tom derjenige ist, der so diese Grundpositivität und Harmonie ausstrahlt, ja. Naja. Ja, ich glaube, es war dafür, dass es ein Gespräch war, während eigentlich auch noch andere Männer hier mit mir am Daten sind, ein sehr gutes Gespräch. So, und hier sagt sie was ganz Wichtiges. Sie sagt, es war ein gutes Gespräch, obwohl auch noch andere Männer da waren und man durchaus ein bisschen in die Tiefe gehen konnte. Also es gibt Gelegenheiten, Emanuel. Ja, mir geht's bescheiden. Ich habe es heute nicht so ganz gefühlt irgendwie. Ich habe wieder das Gefühl gehabt, dass ich gar nicht so richtig da war, so heute. Also auf der einen Seite hat er das nicht gefühlt, und dann hatte er aber das Gefühl, hey, also ich weiß, ich verstehe überhaupt gar nicht, dass er noch dabei ist. Ich hätte ihn wirklich schon aussortiert, muss ich ehrlich sagen. Aber sie mag halt irgendwie so seine Optik, ne? Die ist ja auch nicht schlecht. Aber, also, Junge, ich weiß echt nicht, was du willst, ja. Also du hättest ja Zeit, jeder hat Gelegenheit gehabt, du hättest ja auch die Zeit, du hättest dir einfach nehmen müssen. Und jetzt wieder rumzujammern und in diese Opferrolle zu gehen, not attractive. Also eins muss ich ja wirklich sagen, manche Männer schaffen es nicht, auf mich zuzukommen. Ich zeige sehr viel von meiner Person hier, und um jemanden besser kennenzulernen, brauche ich das von meinem Gegenüber auch, und das fehlt mir bei Emanuel. Ja, da hat sie nun mal recht, wenn sie permanent die Initiative ergreifen muss und sich dann eben um diese verlorene Seele ein Stück weit kümmern muss, das ist wirklich nicht Teil der Aufgabe da. Aber so ein bisschen einfach nur leicht sein, das schaffen wir nicht immer. Wieder, er meint immer, er hat mit sich zu kämpfen. Dabei soll er doch um sie kämpfen. Und das ist wirklich, also
dass er A nicht damit rechnet, dass andere Männer um sie werben, ja. Dafür gab es ja ein paar Staffeln vorher, die er sich ja hätte vielleicht mal angucken können. Und ich weiß nicht, liegt es an der Situation oder an unserer Kombination? Ja. Es sind einfach besondere Umstände im Moment, die einfach anders sind und neu für mich sind. Und damit habe ich halt ein bisschen gerade zu kämpfen auch ein bisschen. Ich glaube einfach, wenn wir Zeit miteinander allein haben und längere Zeit, dann wirst du auch merken, dass ich ein lockerer, cooler Typ bin. Aber so viel Zeit haben wir ja nicht. Ja, das stimmt. Ich muss jetzt schon merken. Das weißt du, was ich meine? Ja, ich bin ja so ein lockerer, cooler Typ, ja. Ich fühle es zwar nicht, aber ich fühle doch was und fühle mich heute doch nicht so. Und ich habe ja doch keine Zeit für... Ey, Leute, das ist ein toxischer Partner. Ehrlich, das ist grauenvoll. Unsere Anfangsthematik bei Emanuel und mir war, gib mir Zeit, dann zeige ich dir, wer ich bin. Darf ich dir einen Cousin übergeben? Ja. Komm, geh mir zum Lernen. Mach mal. Diese Zeit hat er jetzt mehrfach von mir bekommen. Aber richtig weitergekommen sind wir nicht. Ja, da hat sie absolut recht. Richtig weitergekommen sind sie nämlich überhaupt gar nicht. Und da muss ich ihr auch recht geben, weil, wie gesagt, das Ganze ist einfach echt mit einer dunklen Wolke behaftet mit Emanuel. Und ich glaube nicht, dass ihr das Spaß bringt. Also sie sagt es ja auch komplett richtig, indem sie ja sagt, die Zeit haben wir hier einfach nicht, ne, dass du jetzt locker wirst. Jetzt sind schon ein paar Wochen um, jetzt kannst du eigentlich auch locker sein, denn ich habe schon 10 rausgeschmissen. Bruder, ich habe heute so ein Gefühl, habe ich noch nie empfunden. Ich sehe mich wirklich raus. Wenn ich Blickkontakt halten will, sehe ich auch weg. Solche Sachen, weißt du? Ja, jetzt mein Eindruck und überbleibe ich, dann ist es nicht die richtige Frau, Bruder. Ja. Dann ist es einfach nicht die richtige Frau. Klar. Deswegen so, die kann das von mir nicht erwarten. Ich habe ihr gesagt, ich brauche Anlauf. Und entweder nimmt es wahr so, dass ich sage, oder halt nicht. Also ich finde mal ganz klar schon, dass sie das erwarten kann, ja. Also egal wie jetzt, finde ich, dass sie schon erwarten kann, dass er entsprechend drauf ist. Also das ist eine völlig falsche Wahrnehmung von ihm, ja. Und sie hatte ja sogar das Gespräch gesucht mit ihm. Also kann sie sich darüber schon mal gar nicht beschweren. Er kann sich nicht beschweren. Steffen, willst du noch ein bisschen bleiben? Gerne. Gut. Wer bleibt länger? Steffen. War mal wieder nicht so mein Tag heute. Ja, viel Spaß, schönen Tag euch, ne? Klar, jeder Junge hätte heute natürlich gerne mit mir getauscht. Ich denke, dass einige Jungs auch sehr enttäuscht waren. Ja, naja, vielleicht beim nächsten Mal. So ist es nun mal. Sharon trifft Entscheidungen, die nicht jedem gefallen. Ich war natürlich happy, dass ich ausgewählt worden bin. Deswegen. Also dieses Züngeln gerade von Tom, das hatte ein bisschen was von Lord Voldemort als Schlange, fand ich. Also, naja, da hätte man auch anders reagieren können. Klar, natürlich denke schon, dass jeder sich da natürlich auch ein Einzeldate irgendwie wünscht oder es wünscht zu bleiben. Jetzt ist Steffen geworden, wird auch sehr romantisch. Ihr könnt aber die ganze Folge natürlich bei RTL Plus unten nachschauen. Link ist unten drin. Dort könnt ihr ein Abo abschließen, mit dem ihr dann natürlich ganz vieles schauen könnt, ja. Und im Moment für 4,99 € im Monat, ansonsten mittwochs 20:15 bei RTL im Fernsehen. Jetzt wird natürlich über den nächsten heißen Kandidaten in der Villa hergezogen, nämlich der Jan. Der fühlt sich ja sehr sicher. Der Florist, ja. Und da sprechen sie jetzt ein bisschen drüber. So, der Jan fühlt sich voll sicher, so, weißt du? So, und da fuckt schon ab, muss ich sagen. Safe. Du sollst auch mal ein bisschen zittern, ja, spüren. Genau. Auch, dass sie sich wieder zu ihm hockt, war wieder so für ihn wahrscheinlich so eine Bestätigung auch. Ich glaube aber, dass von ihr auch nicht Absicht war. Sie wollte sich irgendwo hinsetzen und hat es halt schnell gemacht und hat sich umgedreht und war halt er. Aber für ihn kann es halt dann sein, oh, schau, die kommt nur zu mir, so ein Zeichen, so, oh, weißt du? Man kann es schon denken, dass ich darauf einen einbilde. Also das sind so ganz klassische Lästereien, die ich eigentlich gar nicht so erwartet hätte unter Männern, ja.
Und also da wird einem echt nicht die Butter auf dem Brot gegönnt, ja? Wer es sich gönnt, ist der Steffen. Ah, jetzt kommt's. Du bist schwul? Ich hab verstanden, du bist schwul. Muss ich nochmal hören. Ah, jetzt kommt's. Du bist schwul? Okay, er ist stur. Ich hab erst schwul verstanden, als ich es jetzt gerade gesehen hab. Ja? Ich bin tatsächlich auch in manchen Situationen ungeduldig. Wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann möchte ich es eigentlich sofort umsetzen. Also ich warte sehr ungern tatsächlich. Ja, ich auch. Ja. Aber es geht ja noch. Das geht. Also ich bin, wenn ich das so sagen darf, ich bin mit mir eigentlich auch ganz zufrieden. Ja, das ist ja schon mal eine gute Ausgangssituation. Der ist mit sich zufrieden im Reinen. Das finde ich eigentlich eine ganz gute Aussage. Und ja, dann knistert das jetzt weiter bei den Marshmallows. In der ich auch wirklich dann so spüre und denke, boah, mit dem kann ich mir vorstellen, Kinder zu haben und nicht, weil ich sie jetzt direkt kriegen muss. Da müssen wir nochmal drüber sprechen, ja, wenn es dann soweit ist, ne? Ja. Folgen ja vorher noch, folgt ja noch der ein oder andere Schritt, ne? Ja. Warum, was folgt noch vorher? Ja, also ich gehe jetzt mal schon davon aus, so viel wie sie rumknutscht, dass sie auch weiß, wie Kinder gemacht werden, weil das folgt nämlich vorher. Gibt es so eine Rolle, wo du sagen würdest, da hättest du mal richtig Bock drauf? Ja, ich wäre schon gerne mal ein Bond-Girl. Die Bond-Girls hatten fast alle auch keine Schauspielausbildung. Das könntest du auch werden, Sharon. In you I found my own from all. So, und das ist jetzt der nächste, den sie geküsst hat. Ich kann gar nicht mehr mitzählen, wie viel sie knutscht, ey. Wie viel küsst ihr denn noch? Probier dich aus, ja, aber jeden? Oh, ey, Emanuel. Emanuel, ja, du hättest doch auch Gelegenheiten gehabt, ey. Oder hattest die Gelegenheit schon? Ich weiß es ehrlich gesagt, ich habe den Überblick verloren, wen sie alles geküsst hat. Aber, ja, das ist ja jetzt schon fast ein bisschen Slut-Shaming. Habt ihr das gesehen? Da werden sich einfach die Beine rasiert auf der Treppe. Lecker, lecker, lecker. So, dann gibt es ein Einzeldate zwischen Lukas und der Bachelorette und da beschließt sie dann auch in dieser Vollmondnacht ihre Perücke abzuziehen, was ein sehr mutiger, großer, wichtiger Schritt ist. Ich muss dazu sagen, ich finde natürlich die Hintergrundstory mit dem Haarausfall echt krass schlimm. Allerdings finde ich, dass sie super hot damit aussieht, also ohne Perücke und sich überhaupt nicht verstecken muss, weil sie echt ein heißer Feger ist. Da fiel halt schon wieder erstmal ein Kuss, noch hat sie die Perücke auf, ja. Und ratet mal, wer schon wieder am Jammern ist. Oder hast du das Gefühl, dass Luki das Ding macht? Du weißt mal vorher. Ja, ja. Aber da wird safe nicht mehr kommen, Leute. Es geht hoch und runter, die Gefühle, pff, hin und her, bam, bam, bam. Das ist crazy. Schwierig, schwierig, Bruder, schwierig. Also Leute, wenn ihr das jetzt so seht, findet ihr den auch noch heiß? Also, was ist da, was läuft da verkehrt, dass er das Gefühl hat, so krass abgelehnt zu werden, wo sie doch auch schon wieder einen Schritt auf ihn zugegangen ist? Und, oder ist es einfach Neid? Und sie will immer Positivität und ich bin es halt gar nicht. Ja, du bist halt dann nicht positiv. Und das will aber nicht nur sie nicht, das wollen auch andere nicht. Kann auch sein, dass sie denkt, dass sie abfuckt, weißt du? Ja, aber ich glaube, die findet sich sehr gut. Naja, aber die denkt, ich bin langweilig. Es ist eine Herausforderung und ich will mich denen stellen und ich möchte nicht aufgeben. Ja, dann stell dich der Herausforderung und sei doch mal fröhlich und positiv. Sharon möchte Lukas ihr Geheimnis anvertrauen. Uns wird Zeit. Ja, und ich finde, dass sie es ihr super steht. Also, sie muss überhaupt gar keine Komplexe haben, finde ich. Und natürlich ist es ein Schritt Überwindung, aber er reagiert super drauf. Aber so sehe ich auch aus. Mich gibt es so, mich gibt es so. Aber eine Glatze, versteht sich. Aber warte, sorry. Glatze und Glatze versteht sich, Haar und Haar versteht sich. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ist es tatsächlich so? Ja, habe ich jetzt nicht so die Erfahrung mit.
Aber ist doch auch für sie auf jeden Fall sehr schön. Ich bin so nervös, ich glaube, mein Herz schlägt doppelt so schnell wie sonst. Ja, jetzt kommt sie zur Nacht der Rosen, ohne Perücke, nämlich auch mit Glatze. Und jetzt schaut mal in die Faces. Das ist so lustig. Was? Oha, was? Jetzt sieht die noch geiler aus. Guten Abend. Guten Abend. Hallo. Ja. Das musste ich ja voll lachen, jetzt sieht die noch heißer aus, aber da kann ich ihm nur zustimmen. Ich kann ihm echt voll zustimmen. Der hatte ja in dieser Folge irgendwie so gar keine Chance, aber schaut euch die komplette Folge wirklich an. Und ja, es ist die Nacht der Rosen und da geht's auch wieder rund. Hi. Das Gesicht von Emanuel mit der offenen Kinnlade ist auch super. Also, ja, spricht für ihn. Kevin? Ja? Zurzeit? Nein. Gleich. Okay. Da hat er erstmal wieder ein Körbchen gekriegt, ja. Gleich wieder einen Downer bekommen, der Gute. Aber ich finde es auch richtig, dass sie die Prioritäten anders setzt, nachdem er sich ja tendenziell eher destruktiv verhält. Das ist ein Statement. Das ist wirklich krass. Wirklich krass. Und ich bin so ein Mensch, wenn ich was fühle, dann will ich mir das holen, was ich fühle. Aber es ist halt komisch, sich nicht holen zu dürfen, so, weißt du? Higa. Bevor ich auf Schnauze fall, gehe ich. So, weil, weißt du? Oh, und jetzt wird gleich mit dem Auszug gedroht. Das ist ja auch wiederum ganz schlimm. Oh, Leute, ey, echt, ey. Warum denn, Emanuel? Dann gehe ich halt, ja. Bin ich wegen anderen hier oder wegen mir selbst, Alter? Ich bin irgendwie glücklich gerade. Bist du? Ja, schon. Ich bin irgendwie glücklich. Und jetzt ist er irgendwie glücklich. Also, ich werde aus dem Bub nicht schlau, um ganz ehrlich zu sein. So, jetzt ist die Rosenvergabe. Eine Rose ist noch übrig. Wir schauen es uns an. Die letzte Rose ist für Umut. Oh, Magier, Model, Kellner, Gastronom. Das hat's nicht geschafft. Das finde ich sehr schade. Wenn Umut nicht die letzte Rose bekommen hätte, wir wären wahrscheinlich doch einige Leute nicht traurig drüber gewesen. Also der Beliebtheitsfaktor von Umut ist auch ziemlich weit unten in der Männervilla. Aber ich glaube, es ist dem relativ egal. Und das finde ich auch ganz gut. Ja. Danke, dass du da warst. Sehr gerne. Ich wollte nur sagen, du bist auf jeden Fall die schönste Frau, die ich jemals kennengelernt habe. Und ich wünsche dir trotzdem alles Gute. Schade, dass es nicht gereicht hat. Danke, dass du da warst, Jungs. Sehr gerne. Ich wünsche dir alles Gute. Ist traurig? Schade, dass es nicht gereicht hat. Ja. Also, Hannes, mich wunderte es so oder so, dass du so lange da drin warst, ja. Ich hätte gedacht, du schmeißt dich viel eher raus. Das hat auch überhaupt nicht gematcht in meinen Augen. Und ja, fürs das tut es mir echt ein bisschen leid. Aber gut, wir schauen nächste Woche wieder rein bei der Bachelorette. Und ja, freue mich, dass ihr dabei wart. Mucho, mucho amor.